Herr Präsident, Damen und Herren, ich bin ja nun auch in einer Arbeitsgruppe für Energiesouveränität, die in diesem Rahmen stattfindet, die auch schon fleißig getagt hat. Und ich kann berichten, es sind die gleichen LobbyistInnen dort unterwegs, wie auch in Deutschland, die Wunderwaffen, grüne Energie, grüner Wasserstoff und so weiter, die sind auch da in der Mache. Und die Franzosen haben auch kein Problem damit, den Deutschen Narreteien zuzusehen und sie auch noch zu beklatschen am Ende, weil es am Ende bedeutet, dass deutsches Geld in französische Kassen kommt. Und wenn der Atomausstieg in Deutschland erfolgt, wie er erfolgt ist und die Energiepolitik aussieht, wie sie aussieht, dann können Franzosen sich ganz beruhigt zurücklehnen und lächeln und diesen Vorgang begleiten. Und das tun sie auch. Auch der Hobby-Mathematiker könnte jetzt hier auf die Idee kommen, zusammengewürfelt Frankreich und Deutschland 150 Millionen. Das ist dann eine Bevölkerung und potenzielle Wirtschaftskraft, die immerhin so ungefähr etwa der Hälfte der USA entspricht. Und jetzt wird es natürlich übermütig, wenn man sich dann vorstellt, 150 Millionen sind ja auch mehr als 140 Millionen Russen. Also dieser deutsch-französische Weg wäre nun ein Irrtum, auch wenn man offenbar meint, dass unter amerikanischem Kommando diesmal ja nichts mehr schiefgehen könnte. Ja? Also ganz fataler Irrtum. Und ich denke, richtungweisend war eher das gemeinsame französisch-deutsche Nein zu George Bushs Golfkrieg 2003. Und die Achse ging, glaube ich, sogar noch bis Moskau. Das war eine Sache, die europäische Zusammenarbeit und ein Kontrapunkt zu den amerikanischen Freundschaftsdiensten für den europäischen Kontinent waren. Man darf sich jetzt ohnehin fragen, ist das Ganze eher wie die EU oder was draus geworden ist, eher ein Anachronismus, siehe de Gaulle, Adenauer, oder ist es ein Utopismus wie die EU selbst, ja, diese Dichotomie, einerseits Anachronismus, andererseits Utopismus, beides nicht lebensfähig. Vital und substanziell von Bedeutung wäre es gewesen, hier nicht die deutsch-französische Extrawurst zu braten. Wir haben ja noch 8 andere Nachbarn, mit denen man das machen könnte. Sondern wenn es dazu geführt hätte, wir machen eine parlamentarische Versammlung für die ganze EU und stellen dieses Gänsefüßchen EU-Parlament wieder vom Kopf auf die Füße als Entsendeparlament, parlamentarische Versammlung, die dann auch nicht nur Deutschland und Frankreich beinhaltet, sondern alle, die da schon sind und eventuell kommen werden nach Deutschland. Das wäre eine substanzielle Sache gewesen. Da haben sie versagt. Und die Weihe des Augenblicks ist ja leider ein bisschen dadurch konterkariert. Der französische Botschafter ist ja noch nicht mal da. Was in den französischen Zeitungen steht und wie die französische Politik aussieht, hat mein Kollege Kleinwächter ja auch dargelegt. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sandra Weser, FDP-Fraktion.